Waldmann Zeiland, die Geräte zu Hause. Ich stehe jetzt hier am Stand von Carles auf der Jagd und Hund 2020 hier in Dortmund, auf der wohl schönsten Jagdmesse in Europa. Neben mir steht der Josef Kampfer und wir haben ja jetzt Carles die letzten 3 Monate über All for Shooters und All for Hunters schon des Öfteren begleitet. Jetzt haben Sie da und ich hier schon wieder was Neues in der Hand. Ist das wirklich neu? Ja, willkommen einmal bei uns. Ja. Freuen wir, dass ihr da seid. Ja, das ist ganz neu. Wir präsentieren das hier in Europa jetzt heute das erste Mal. Unser neuer Mono-Rangefinder 7x25, ein kleines, kompaktes Laser-Rangefinder-Messgerät. Einfach zum Mitnehmen, sehr kompakt, mit einem tollen Bild, 117 Meter Sehfeld, mit allen Funktionen gepackt, mit Scan-Modus, mit Temperatur- und Druckmodus zum Abmessen, aber auch eine Entfernungsmessung bis zu 2000 Meter. Ich wollte gerade fragen, 2000 Meter? Genau, mit einem hochwertigen OLED-Display mit 5 Helligkeitsstufen, die man ganz einfach einstellen kann. Eine ganz einfache Bewegungsfunktion dahinter. Ja. Also in Wirklichkeit in Kombination mit unserer Hülle dazu. Moment. Ja. 2000 Meter, das hört sich nach Berge an. Ist das wirklich ein Einsatzzweck Berge? Berge und auf der Ebene, ganz gleich. Also 2000 Meter ist eigentlich die Distanz, wo man noch gut anvisieren kann. Und ich würde sagen, es ist ausreichend für alle Jäger. Ja, ich hatte ja die große Ehre und habe des Öfteren mal euer Drückjagdglas jetzt die letzten 3 Monate filmen dürfen. Ja, ja. Was bei vielen da draußen halt einfach immer wieder zu hören ist, ist halt einfach, dass bei Carles und im Jagdbereich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist. Ist das jetzt bei diesem Produkt auch? Können wir hier offen über den Preis sprechen? Absolut. Also dieses Produkt wird jetzt 550 unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland kosten. Ist sicher ein sehr guter Preis für so ein Top-Produkt. Ja. Bei den anderen Produkten, gerade im Jagdbereich, sind wir eben so positioniert, dass wir sagen, okay, wir haben sehr hohe Qualität zu einem sehr, sehr fairen Preis. Und das passt genau in unser Produktsortiment hinein, neben den normalen Rangefindern im Fernglas integriert, die wir auch haben. Also von dem her ist das einfach ein Zusatzprodukt, wo man sagt, okay, man hat ein tolles Fernglas und man will aber noch einen Laser-Rangefinder mithaben, dann ist das wirklich was Ideales und einfach mitzunehmen, einfach zu verstauen und sehr leicht, 214 Gramm. Also von dem her, das spürt man gar nicht, wenn man es mitnimmt. Ja, Herr Kampfer, wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Aber da drüben gibt es noch aus der Sportecke was. Wollen wir das mal rüberholen? Unbedingt. Okay, ich warte hier. So, da ist er schon wieder. Wunderbar, hallo. So. Ja, und da ist natürlich eine große Freude, dass wir das präsentieren dürfen. Unser K18i, ganz neu, 1-8. Gebaut und konfektioniert für den Wettkampfschützen, für IPSC-Schützen und so weiter, weil es einfach mit dieser Achtfachverstellung von 1 bis 8 alle Bereiche in diesen Sportdisziplinen abdeckt. Gell? Aber so vom Range ist es doch eigentlich auch was für die Drückjagd, oder? Natürlich, aber das ist ausgerichtet eben für den Sportschützen mit der Abseilbeleuchtung zum Beispiel, mit Max-Light-Funktion ganz neu für die hellste Leuchtstufe bei Tag und bei Reflexionslicht. Mhm. Ein bisschen ein verstärkter Tubus, um eben, wenn man das Gewehr irgendwo anlehnt und so weiter, oder es umfällt, um einfach ein bisschen mehr Stabilität zu haben. Mit Zubehörteilen wie diesen Throw-Lever, den es jetzt in 2 verschiedenen Breiten gibt. Das wird mitgeliefert. Das ist auch ein Feature, das wir extra für den Sportschutz machen. Einen kürzeren, einen längeren, je nachdem, was man braucht. Mhm. Ja, und natürlich ein Sehfeld von 42,5 Meter auf 100. Mit 2 speziellen Abseen noch dazu. Einmal für den IPSC, europäischen IPSC-Schützen, und einmal für den Streetgun-Schützen in Amerika. Mhm. Das sind Abseen, die direkt speziell für diese Disziplin ausgerichtet wurden. Also in Summe ein Wettkampfprodukt, kann man sagen, für den Sportschützen. Das war jetzt eine ganze Menge Informationen verpackt in, ich denke mal, wir sind deutlich über einer Minute gelandet. Es tut mir leid, aber kein Problem. Wenn ich jetzt weitere Informationen haben möchte, kann ich mich natürlich an Carles wenden oder Social-Media-Kanäle? Social-Media-Kanäle haben wir natürlich auch, Instagram, Facebook, aber auf der Webseite sind die neuesten Informationen drauf. Ja, also Sie sollten nicht im Netz und bei All for Shooters, All for Hunters, sollte man natürlich auch alle Informationen dazu bekommen mittlerweile. Ja, eine Frage noch, das interessiert ja höchstwahrscheinlich die Leute da draußen immer noch am meisten. Letztendlich scheiden sich die Geister manchmal am Preis. Ja. Wo liegen wir denn hier? Da liegen wir bei 2500 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Okay. Das ist, ich sage, in dieser Qualitätsstufe sicher auch ein toller Preis, insofern man sagt, okay, da hat man ein Produkt, das wahrscheinlich über Jahrzehnte das beste Optimum ist in diesen Disziplinen. Also von dem her, man hat dieses Produkt für diese Sportdisziplin und wird nichts anderes brauchen. Okay, also, ja, insofern. Dann
danke ich erstmal vielmals für das Interview. Ihr könnt ja hier unten wieder eure Meinung dazu schreiben. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von diesem neuen Produkt? Und was haltet ihr von diesem kleinen neuen Rangefinder? Zeigen wir auch nochmal. Ja, wunderbar. Der lag bei 550 und hier liegen wir, sprechen wir über 2500 Euro. Genau. Einfach hier unten in die Kommentarleiste bearbeiten und dann ja, sehen wir uns demnächst irgendwo mal wieder. Wunderbar. Höchstwahrscheinlich auf der IWA. Toll, würde mich freuen. Vielen, vielen Dank. Und schaut das Produkt euch an, schaut es durch, schaut es die Absehen an, ist sicher ein Traumprodukt. Vielen Dank.